Wollen wir die Klimaschutzziele in Deutschland erreichen, muss das Ausbautempo der Windkraft erheblich gesteigert werden. Soll ein Windpark gebaut werden, geht das nur mit dem Rückenwind der Gemeinden vor Ort. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist dabei ein wichtiger Baustein, um die nötige Akzeptanz zu erreichen. Wenn die Gemeinden vor Ort finanziell vom Windpark profitieren, ist das ebenfalls für die Realisierung von Windparks sehr positiv. Denn wenn sich mit den Erlösen des Windparks neue Projekte vor Ort finanzieren lassen, die allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde zugutekommen, erzeugt das eine positive Grundstimmung und ermöglicht am Ende sogar die Realisierung neuer Energiewendeprojekte, wie das Beispiel Dasso in Mecklenburg-Vorpommern zeigt. Das war für uns auch Neuland, wie wir in diesen Bürgerwindpark hineingekommen sind. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja seit 2016, glaube ich, das Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz. Es hat recht lange gedauert, bis überhaupt ein Windpark dieses Gesetz angewandt hat. Das war der Bürgerwindpark Schönbeck. Wir sind eine Genossenschaft und wir haben 2017 mit der BayWa RE als großer Windprojektierer Kontakt gehabt, der uns fragte, ob wir bereit wären, in Mecklenburg mit Bürgern einen Windpark zu betreiben. Wir haben das Angebot gekriegt, uns an dem Bürgerwindpark zu beteiligen. Das haben wir dann in der Kommunalpolitik beraten und sind zu der Entscheidung gekommen, ja, wir probieren das einfach mal aus. Die Besonderheit einer Bürgerbeteiligung ist, dass man Menschen abholen muss, dass man ihnen die Chancen und Risiken aufzeigen muss. Wir waren in der Lage, nach 2 Betriebsjahren das Kapital, was eingelegt worden ist, zurückzuführen an die Gesellschafter. Wir hatten uns damals entschieden, 60.000 Euro zu investieren. Und von den 60.000 haben wir jetzt 63.000 als Ausschüttung schon wieder rausbekommen. Das liegt natürlich an der besonderen Situation der Energiekrise in den letzten 2 Jahren. Wir haben das dann offen kommuniziert. Die Ausschüttung, was machen wir damit im Ort? Aktuell haben wir auf unserer Schule eine PV-Anlage installiert, die wir erweitern wollen. Dann sind wir dabei, unseren Sportplatz umzubauen und ein neues Vereinsgebäude zu bauen. Unser Ziel ist es, in den nächsten 2-3 Jahren komplett die Beleuchtung auf LED umzustellen. Und dann haben wir noch Standorte ausgewählt, die wir zukünftig mit E-Ladesäulen ausrüsten wollen. Weil wir ja hier auch ein touristisch geprägtes Gebiet sind und auch viele Urlauber, die kommen, dann großen Bedarf daran haben. Ich bin gelernter Landwirt und habe dann nach dem Studium festgestellt, dass man neben der Produktion von Nahrungsmitteln auch Energie produzieren kann. Und das sowohl auf dem Acker und viel einfacher noch mit Sonne und Wind. Ich finde ja, Windkraft hat ja auch historisch gesehen Wurzeln bei uns in der Region. Und gerade da wir ja hier vor Ort viel Wind haben, macht es ja auch Sinn, das zukunftsfähig zu nutzen. Der Wind schreibt uns keine Rechnung. Windenergie, CO2-neutral und zukunftsfähig. Deutschland gewinnt.